Wasserfall zurück hoch. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott. Crazy shit. Hallo, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir befinden uns beim Tempel der Zeit und öffnen nun das Tor. Die verschlossene Pforte geschafft. Uiuiui, wie sieht's hier denn aus? Ich habe jetzt übrigens mal diese Winterstiefel angezogen, die wir in der letzten Folge noch gefunden haben. Und imagine, das ist jetzt einfach irgendein krasser Dungeon oder sowas. Auf jeden Fall sieht das da vorne sehr interessant und mysteriös aus. Was ist das für ein Ding? Was so? Alles in der Welt? Zeitumkehr! Mit dieser Fähigkeit kannst du die Zeit zurückdrehen, um die Platzierung oder Bewegung eines Gegenstandes umzukehren. Du kannst die Zeitumkehr jederzeit anhalten. Boah, was? Wie krass ist das denn? Oh moin. Die Fähigkeit, die Bewegungen eines Objektes rückgängig zu machen, man nennt sie Zeitumkehr. Zelda ist verschwunden. Auch ich verstehe nicht, was genau hier passiert ist. Womöglich war es ein Echo ihres starken Willens. Aber ich bin mir nicht sicher, dass... ja. Und ich bin mir auch sicher, dass du diese Fähigkeit nicht ohne Grund erhalten hast. Okay. Da geht die Suche nach Zelda also weiter. Als du dich dem Altar im Tempel der Zeiten näherst, erschien dir Prinzessin Zelda in gleißendem Licht. Geleitet von ihrer Erscheinung nahmst du ihre Hand und eine Kraft durchströmte deinen rechten Arm. Dir wurde die Macht der Zeitumkehr verliehen, welche dir bei der weiteren Erforschung des Tempels nützlich sein könnte. Nice. Okay. Zeitumkehr. Krasse Sache.
Dann ist das jetzt also wirklich wie so ein Dungeon oder was? Ich bin gespannt. Wir können auf jeden Fall jederzeit wieder rausmarschieren, wenn uns danach ist. So, lass mich mal sehen. Ich muss bestimmt irgendwas mit diesem Rehr dann hier anstellen. Oh, es bleibt einfach alles stehen. Aber ich kann mich nicht wirklich umsehen. Drehen wir die Zeit mal zurück. Und jetzt muss ich da wohl aufspringen währenddessen. Und dann kann ich da hoch. Wenn, kann ich es auch wieder. Dann dreht sich es wieder normal. Wie cool ist das denn? Okay. Sehr interessant. In Breath of the Wild gab es ja ein Feature, dass du gewisse sich bewegende Objekte in der Zeit einfrieren konntest, aber nicht zurückdrehen. Aber das ist auch cool. Ich springe jetzt wirklich hier schon ab. Das klug war, weiß ich nicht. Wir werden es dann gleich sehen. Ist hier was? Nein? Okay. Ich komme ja theoretisch hier auch vorbei. Oh, eine Statue der Göttin, okay. Moment, ich gehe gleich dahin. Ist hier noch was? Nein, auch nicht. Okay. Einfach eine Statue der Göttin. Die Statue der Göttin zeigt ein mildes Lächeln. Okay. Jetzt kann ich hier beten, oder was? Irgendwie nicht. Okay. Öffnen wir dieses Riesentor. Bist du stark genug, Link? Ich muss es halten zum Öffnen. Was? Dieses Tor stellt deine Lebenskraft auf die Probe. In deinem geschwächten Zustand ist es fraglich, ob du der Herausforderung gewachsen bist. Es existiert aber noch ein weiterer Schrein auf dieser Insel. Wenn du seinen Segen erlangst, könnte es genügen. Jeder Schrein hütet ein Segenslicht. Wenn du diese sammelst und der Göttin Art darbietest, wirst du womöglich gesegnet. Bitte zeige mir dein Pura-Pad. Das Pura-Pad verfügt über eine Teleportfunktion. Ah, siehst du die blauen Symbole auf der Karte? Du solltest dich jederzeit zu den Symbolen teleportieren können. Nutze die Teleportfunktion, um den verbleibenden Schrein zu finden. Okay. Interessant. Es ist dir nicht gelungen, das Tor am anderen Ende des Tempels zu öffnen. Rauru ist sicher, dass das an deinem geschwächten Körper liegt und rät dir, das Segenslicht am letzten Schrein der Insel zu besorgen. Um es der Statue der Göttin darzubieten, teleportiere dich mit Hilfe des Pura-Pads zu dem markierten Schrein. Dann gibt's jetzt also doch eine Teleportfunktion. Nice. Warum nicht gleich von Anfang? Ja gut, wäre vielleicht ein bisschen zu OP gewesen, aber finde ich gut, dass wir uns jetzt teleportieren können. Zum Schrein am Anfang soll ich mich teleportieren, heißt zum Raum des Erwachens, schätze ich mal. Und da ist dann der nächste Schrein. Ja gut, das sind ja eigentlich nur Teleportfelder, die bei den Schreinen aktiviert wurden. Und das hier gilt halt auch als Teleportfeld, weil, naja, ihr wisst schon. Auf dorthin zurück. Das hat ja wunderbar funktioniert. Genau wie in Breath of the Wild. Jetzt können wir hier mit unserer Zeitumkehrfunktion diese Räder anhalten und gucken, was sich da oben denn befindet. Vielleicht ist das ja sogar genau der Weg, wo wir eigentlich hin sollen. Schauen wir mal.
Ich weiß jetzt noch nicht, da oben kommt. Doch, ich komme da oben jetzt rauf. Und zwar mit dem Deckensprung. Nein, ich will nicht meine Steinaxt wegwerfen. Ich möchte den Deckensprung auswählen. Den Deckensprung auswählen. Warte, was ist das? Karte? Hä? Ich kann so die Karte aufrufen? Hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Ich kann auch einfach Minus drücken, um die Karte aufrufen. Warum geht es da jetzt auch? Hä? Neuer Shortcut für die Karte. Okay, weird. Yes. Aber gut. Wenn das Spiel das sagt, dann sei es so. Sonst gibt's hier nichts. Sieht mir nicht danach aus. Gut. Drehen wir die Zeit um. Und springen an Bord. Nice. Geht nur für das eine weg, das andere brauche ich ja nicht. Oh Gott, doch. Ups. Geht anscheinend doch für alles. Ich muss nur ein Objekt auswählen. Nice. Easy going. Okay. Und wo komme ich jetzt hin? Oh, da ist er ja, der Schrein. Ja, nice. Da ist ein alternativer Ausweg. Der Natio-Yaha-Schrein. Okay. Reden wir erstmal noch kurz mit dem Konstrukt hier. Dies ist eine Batteriemaschine. Wenn ich Zusatzbatterien für dich herstellen soll, gib mir so noch Energiekristalle. Oh was? Er kann neue Batterien für uns herstellen? Zusatzbatterie? Mit einer Zusatzbatterie lässt sich die Gesamtkapazität der Batterie erhöhen. Eine verbesserte Batteriekapazität ermöglicht es dir, Sono-Bauteile länger zu nutzen. Falls du Sono-Energiekristalle hast, kann ich dir hier Zusatzbatterien anfertigen. Soll ich mit der Produktion beginnen, oder wünschst du auch eine Erklärung zu Sono-Energiekristallen? Nee, fang mal an. Zur Produktion werden mindestens 100 Sono-Energiekristalle benötigt. 100 gleich, Alter. Kehre zurück, wenn du über die erforderliche Anzahl verfügst. Ein Hinweis zum Sonanium, das benötigt wird, um Sonnenenergiekristalle zu gewinnen. Die Vorräte dieser Insel sind nahezu erschöpft. Vermutlich reichen sie nicht für den Bau einer einzigen Zusatzbatterie. Falls du mehr willst, musst du in fernen Tiefen des Landes suchen, wo Sonanium einst auch abgebaut wurde. Okay, alles klar. Schade. Nun gut, dann betreten wir eben zuerst mal diesen Schrein hier. Was uns da drin wohl so erwartet. Umkehr im Natio-Yaha-Schrein. Okay. Rau hat diesmal wohl gar keine Lust aufzutauchen. Oder ich habe ihn jetzt irgendwie geskippt. So, schauen wir mal. Moment, noch nicht. Jetzt. Haha, einfach rückwärts haben mit dem Fluss. Wie cool ist das denn? Easy. Und hier gleich nochmal. Kommt das Fluss nochmal oder? Ne, das ist eins, was durchfährt. Okay, achso. Alles klar. Lass mich doch hoch. Was um alles in der Welt? Ach komm schon, was ist das denn jetzt? Wo kommst du denn her? Mann, muss ich jetzt alles nochmal machen, als ob. Wie kann man eigentlich so hart scheitern? Wie kann man nur so hart scheitern? Ich bin ein heftiger Noob. Ich glaube, das ist ja schon gewollt, dass du hier abspringst. Musst du ja. Und dann kommt von hier ein neues Floß. Ja. Warte, noch nicht. Jetzt bitte draufspringen, denke ich. Dankeschön. Jetzt hoffe
wir hier den Wasserfall zurück hoch. Haha, wie cool ist das denn? Oh mein Gott. Crazy shit. Cool. Bloß nicht die Truhe übersehen. Da geht's auf jeden Fall raus. Mit den Zeigern auch sehr cool gemacht. Und da oben ist die Truhe. Let's go. Ja, wobei so easy gewinnen wird's dann doch nicht. Moment. Muss im richtigen Zeitpunkt anhalten. So, jetzt. Ja, perfekt. Ja, nice. I like. Und hier haben wir was? 10 Holzpfeile. Okidoki. Zurück nach unten. War auch die einzige Truhe hier. Sehr gut. Nice. Kümmern wir uns um das letzte Rätsel. Dann muss ich das anhalten, damit es aufgeht. Aha. Kehren wir es doch einfach mal um. Jetzt drehen sich beide Zeiger in dieselbe Richtung. Und das war's. Müssen beide gleichzeitig laufen, nicht wahr? Ja, genau. Okay. Was? Besucher dieses Wandschreins, der das uralte Böse versiegelt. Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Ort ruht. Und ein viertes Segenslicht, wunderbar. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Ja, wunderbar. Du bist zum letzten Schrein gereist, den Rauro erwähnte, und verfügst nun über 4 Segenslichter. Bietest du diese der Statue der Göttin im Tempel dar, kannst du womöglich einen Teil deiner Stärke wiedererlangen und dich erneut an dem Tor der Prüfungen versuchen. Alles klar. Ja, nice. Gut, dann checken wir mal schnell ab, wo wir denn rauskommen, wenn wir da rausgehen. Bei einer großen Startbahn. Das müsste ja theoretisch eher irgendwo auf der Anfangsinsel sein. Yep. Jetzt können wir hier nochmal versuchen, mit den Gleitern zu fliegen. Allerdings, ihr kennt mich. Schaue ich mich zuerst mal ein bisschen um. Jetzt sind wir wieder fast ganz oben, ne? Eigentlich sind wir fast ganz normal. Guck mal, da oben ist wieder so ein riesiger Baumstumpf, ein alter. Wenn das mal nicht auf einen weiteren Krog hindeutet, dann weiß ich auch nicht. Kann ich nicht eigentlich theoretisch von drinnen sogar durch die Decke durchspringen wieder? Cool wäre es auf jeden Fall. Probieren wir es aus. Let's go. Nice. Wie einfach das immer geht, ne? Gibt's hier was? Hier muss es was geben. Hier muss es irgendwas Nices geben.
Ja, eine Truhe. Mit 3 Gleitern. Wunderbar. Kann ich bestimmt gut gebrauchen. Auch wenn theoretisch genug in der Gegend herumliegt. So, was haben wir da jetzt auf dem Baumstumpf? Da muss ein Krog sein. Da muss ein Kroggy sein. Hier, ein See mit einem einzelnen Seerosenblatt. Echt jetzt? Das ist irgendwie sass. Das, ja, da ist Feenstaub oder Krogstaub. Du kleiner Schlawiner. Dankeschön. Sonst noch was Cooles hier oben? Außer diese komischen Sträuße und Schleimis. Nein, gar nichts sonst hier. Nope, sonst ist nichts da oben. Gut, versuchen wir nochmal unser Glück mit den Gleitern. Und theoretisch auch 2 Gleiter zusammenschustern. Gut, fliegen wir also nun zum Tempel. Oh mein Gott. Ist das hoch? Das Aussicht. Das Aussicht. Ich glaube, das ist gar keine so schlechte Idee, wenn wir mal ein bisschen zu sneaken. In der Hoffnung, dass Link nicht abrutscht. Weil ich glaube, die Entwickler waren schon so schlau, das so zu programmieren, dass man von diesem Leiter nicht abrutschen kann. Von wo komme ich denn hier jetzt überall hin? Eigentlich sollte es zum Tempel runter, nicht wahr? Ich will jetzt nicht komplett den Sturzflug machen. Hier sieht man nochmal, was alles für Sachen hier zu sehen gibt, Alter. Wie viele Inseln hier überall sind. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen abdrehen langsam. Oh, was? Warum blinkt der so? Wieso blinkt das Ding so? Heißt das, der verliert gleich die Energie oder was? Oh nein, ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl, Leute. Wow, no! Oh. Yo, und da geht's rasend schnell nach unten. Zum Glück sind wir hier über dem Fluss gelandet. Boah! Alter. Diese Gleiter halten also nicht ewig lang. Alles klar. Wissen wir dahingehend auch Bescheid. Aber war cool damit zu fliegen. Gut. Sollen wir das Tor noch öffnen? Ich glaube, wir öffnen das Tor in der nächsten Folge. Ja, das erscheint mir eine gute Idee. Also dann, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen und schaltet bei der nächsten Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom wieder ein. Dann öffnen wir das Tor der Prüfung. Bis dahin, haut rein und tschüssi.